Herzlich willkommen, Eulenfreunde, zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Im letzten Part haben wir den Tempel erreicht, den ich hier nicht mehr sehe, und wir versuchen jetzt nach Hause zu kommen, beziehungsweise zu unserem Schiff. Ah ne, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Müssen wir hierher. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Springen und festhalten. Oh Gott, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, wie wir zum Schiff wieder hinkommen. Kann ich hier hochspringen? Ja. Ah, da hinten ist es ja. Sehr gut. Da können wir auch ein bisschen laufen. Ich muss mal hier gucken. Ich denke, wir springen hier hinten rüber, oder? Warte, wie kommen wir da hin? Also am schlauesten wäre doch nah hinzuspringen, oder? Wenn wir da... das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn wir auch da. Oder wir springen hinten irgendwie rüber. Oh, das wäre aber sehr knapp. Okay, komm. Komm, gönnen wir uns diese Rutschpartie hier. Oh, das war nicht springen. Das war springen, glaube ich. Oh Gott. Okay. Ah, oh, super. Nice. Oh, ich bin so gut. Ich bin einfach gut. Oh, da sind diese kleinen Dinger. Oh, die sind verschwunden, bevor ich sie schlachten kann. Was? Was hast du? Willst du hier Wasser scannen? Wow, dann scan das Wasser. Bockling Gang. Okay, ich habe da zwar niemanden gesehen. Wir gucken nochmal ganz kurz hier runter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch was machen können oder nicht. Ich würde das ganz gern wissen. Wahrscheinlich nicht, ne? Ging das? Ah, geht nicht. Nee. Geht nicht. Okay, okay. Na gut. Dann gehen wir zum Schiff und gucken, was uns erwartet. Na, mein kleiner Freund. Wie nenne ich dich eigentlich? BD-11 will ich dich nicht nennen. Vielleicht BD. 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 Ja, sehr kreativ. Ich weiß, ich bin halt kreativ. Sieht auch fast ein bisschen aus wie eine Tür. Aber wir müssen zu ihr. Oh, schön. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD-1? Komm an Bord. Ach, BD-1. Oh. Ich dachte BD-11. Das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD-1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Aha. Cordova war ein Kann ich das glauben? Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Und wieso macht sie das nicht? Hatte keine Macht mehr oder was? Ich verstehe es nicht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen?
Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, als habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Datumir oder Sepho? Sepho interessiert mich eigentlich wahrscheinlich mehr. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Aber ich denke, ich werde erstmal nach Datumir gehen. Datumir, ich glaube, den Planeten gab es auch in Clone Wars. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine schon. So, speichern wir einmal. Es geht ja zum Glück schnell. Boah, ich bin krass überleuchtet. Überbeleuchtet, wenn das passiert. Schade, dass ich hier drin nicht herumrennen kann. Oh! Oh Gott, ich habe die Kamera aus Versehen. Alter, ich kann die Kamera so frei wählen. Das ist ja insane, Alter. Oh, voll süß. Oh, das ist ja echt krass, ne? Vor allem, ich stehe hier hinten. Okay, wir machen einfach mal weiter. Ich will mich jetzt hier nicht in der Kamera verlieren, Leute. Okay, dann gucken wir mal hier. Wohin? Das ist Sepho. Das ist Datu-Dingsibums. Wie viel haben wir das erkundet? 54% schon, okay. Truhen? 3 von 16. Oh, ist ja fast gar nichts. Okay, ich würde mal da hingehen. Was soll ich machen? Suche auf Sepho nach alten Gräbern. Hä, ich wollte nicht nach Sepho. Ich wollte nach... Hier, nach Datumir. Achso, ich muss da auf X drücken. So, X reisen. Auf nach Datumir. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datumir? Ja. Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Ja, du gehst doch eh nie raus. Die Heimat einer starken Gruppe von Mann. Der Schwestern der Nacht. Ich kann mich bewegen. Macht? So wie die Jedi? Oh, nein, kurzer Leck. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion. Gibt's hier noch andere Fenster eigentlich? Ha, oh ja. Klingt wie jemand, den ich cool. Das sieht man hier echt alles. Das ist ja cool gemacht. Ich würde mal ganz gerne nach hinten gehen. Ah, hier sieht man leider nicht so viel. Okay, hinten sieht man fast gar nichts. Achso, ich muss landen? Oh, ja, ich komme sofort. Ich wollte noch hier ein bisschen gucken. Bisschen gucken. Wo ist denn mein Bidierchen? Ach, der sitzt, der ist da schon bereit. Okay, dann setze ich mich mal dahin. Boah, bschum. Oh, schöner roter Planet. Ich hoffe, uns hat hier niemand gesehen. Ich glaube, Datumir ist bewohnt, oder? Wurden hier nicht die Schwestern der Macht oder so? Sekunde. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall draußen. Oh, wir haben den anderen Ausgang benutzt, oder? Warte, da muss ich jetzt mal nachgucken. Tatsächlich, es gibt zwei Ausgänge. Ah, sehr nice. Sehr cool. Ich wollte mich nämlich sonst schon beschweren, dass das nicht richtig ist. So, meinst du, ich kann hier hochklettern? Sieht danach aus. Boah, das sieht aber eklig aus. Ne, kann ich nicht. Und hier? Auch nicht? Okay. Dann gehen wir mal weiter gucken. Und springen! Oh, sehr gut gemacht, kleiner Jedi. Oh Gott. Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Ja. Das sage ich dir. Was ist das für ein Ding? Oh, wir warten lieber. Das sieht nicht freundlich aus. Okay, er ist weg. Er kommt jetzt wieder hier auf einmal. Und wir fallen runter. Das wäre jetzt ein Ding.
Können wir einmal drüber gucken vielleicht? Okay, dann gehe ich halt hoch. Okay, okay. Wir gehen erstmal woanders hin. Damit wir nicht kämpfen müssen, ne? Oh Gott, das... Oh Gott. Ah. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich will doch nicht zu dem Planeten. Ich will hier nicht hin. Wird mal gucken. Sieht nämlich so seltsam. Boah, das sind riesige Wurzeln. Krass. Gott, ich habe ein bisschen Angst vor Spinnen, ne? Leute. Ja, scan du mal hier. Was hast du? Boah. Gott, also der Planet hier, ne? Ich glaube, der wird mir nicht so gefallen. Oh Gott, ey. Was ist denn? Ja, ich weiß, dass da unten noch irgendwo das Viech ist. Aber ich weiß nicht ganz... Oh, da ist nur eine Spinne. Da hinten ist das Viech. Vielleicht töten wir erstmal das Viech da unten, oder? Was ist das? Gott. Gut gemacht. Okay, das kann ich aber nicht. Okay. Zack, zack und zack, zack. Oh, nice. Das war gut. Hallo? Mann. Warte, ich kann da, glaube ich, scannen. Scan mal die hässliche Spinne. Gute Arbeit. Fluchrückenspinne, okay. Oh Gott. Und zack. Ah, so geht das. Hallo. Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott, ich hasse Spinnen. Mann. Ach ja, schon, Bibi kann ja heilen. Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Spinnen sind nervig. Wirklich, wirklich nervig. Oh, ich bin wieder hier. Ja, cool. Ich hoffe, die haben sich nicht regeneriert, die Gegner alle. Oh. Und zack, jetzt aber. Junge, der ist ja gestolpert. Doch, jetzt aber. Ist er da noch? Nee. Der ist tatsächlich weg. Das ist sehr gut. Oh Gott. Gott. Mein Finger, der rutscht ab. Ich muss das ganz, ganz schnell hoch. Da ist er aber. Oh. Alter! Beruhig dich mal! Oh mein Gott. Brauch ein Stim! Aua. Bidi? Hilfe! Scheiße. Oh Gott, ey. Gott, ey, was ist das für eine Kreatur? Die ist ja saugefährlich. Mach zack, 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 zack. Gott, das wird was, Leute, das wird was. Zweiter Tod heute, ne? Aber ich würde sagen, wir probieren den einfach nochmal. Ja? Oh, sehr gut. Nein. Hä? Wieso? Was ist jetzt hier los? Als ob! Das ist doch hier ein schlechter Witz, oder? Es ist ein Witz, Leute. Anders kann ich mir dieses Spiel hier momentan nicht mehr erklären. Wirklich nicht. Es ist einfach nur ein absoluter Witz.
ja, komm, fall runter, du hast eh kaum Energie. Als ob ich hier wieder anfange. Boah, alter Schwede, ey. So, was ist das hier? Ganz ehrlich. Oh, das löst ja Aggression in mir aus. Ne, also, nochmal, ne? Nochmal kämpfe ich nicht gegen dich, sorry. Geh ich lieber hier oben hin. Und laufe hier rüber. Och ne, die hat sich wiederbelebt. Und zack, sehr gut. Sehr gut. So, da oben, da waren auch noch Spinnen, das weiß ich. Och man, jetzt ist ja auch noch Gift, ey. Stim, hierher! Stimmt, ich kann ja auch hier das hier machen. So. Und, nee, du auch noch. Oh Gott, ey. Oh Gott, ich muss hier raus. Bidi, Bidi, gib mir was. Bidi. Gott, ich hab keine mehr. Okay. Oh Gott. Warte, ich möchte mal eben hier das hier. Ah, so. So geht das. Okay, okay. Die wartet ja schon quasi auf mich dort. Ach Mann. Wieso bin ich so schlecht? Wieso bin ich so schlecht, Leute? Ich bin, glaube ich, echt schlecht, oder? Natürlich spawnen wir wieder hier hinten. Wo sonst? Mann, Biddy, hilf mir doch mal. Gib den Spinnen doch vielleicht irgendwas. Okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall mehr meine Macht nutzen. Und am besten auch einen Speicherpunkt da oben irgendwo finden. Damit wir dann einen neuen Fähigkeitenpunkt verteilen können. So, dich lasse ich in Ruhe. Du bist mir zu blöd. Fürs Erste zumindest. Den können wir bestimmt irgendwann nochmal besiegen. Aber jetzt erstmal noch nicht. So, die können wir einfach so besiegen. Sehr gut. Nee, komm. Sehr gut. Und du auch noch. Nein, da, bitte, bitte. Oh, sehr gut. Puh. BD? BD1. Gib mir eins. Hilf mir, BD1. Danke. Viel zu knapp. Ja, ja. Hallo. Was war das denn? Leben und Macht EP wiederhergestellt. Oh, wie denn das? Ich weiß es nicht. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Leben und Macht wiederhergestellt. Oh Gott. Ich habe mich hier total erschreckt von diesen komischen Spitzen da. Keine Ahnung, was das ist. Von diesen Knospen. Da hinten ist eine Kiste. Die hole ich mir auf jeden Fall. Zack. Boah, ich hab Angst auf diesen Planeten. Ich hasse Spinnen. Boah. Also, was war drin? Neue BD1 Skin, okay. Soll ich hier drauf gehen? Weiß ich nicht. Ich würde eigentlich erstmal gerne gucken, was da hinten jetzt ist. Da oben. Da können wir nämlich so drauf gehen. Oh, oh, haben wir echt nur geschafft. Oh, das sieht gruselig aus. Hier ist keine Spinne. Nee, gut. Gut, dann Echo wahrnehmen. Okay, mehr ist hier nicht. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Guck, es sind doch die Schwester der Nacht. Wusste ich's doch. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich da hinten hin.
Gehen wir mal von hier hinten, denke ich. Das sieht mir am sichersten tatsächlich aus. Ja. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, ey. Oh nein, da ist schon wieder eine Spinne. Hallo. BD, ich brauche noch was. Hast du einen Speicherpunkt irgendwo, BD? Das wäre sehr nett. Wieso gibt's hier nichts? Okay, dann scanner da irgendwas. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scum am Schluss. Super, BD. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Komm her, BD1. Achso, reparieren. Okay. Ich kann auch dahinter. Hihihi, cool. Okay, die Kiste können wir noch nicht. Oh Gott, ey. Ich hab jetzt schon Angst. Gott, ist das hier dunkel. Oh Gott, da ist was. Ein Rätsel, oder? Diese FO waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Oh Gott. Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Oh Gott. Warte, ich bin nicht hier... Brüder, ein Eindringling! Es ist nichts! Er ist verwundet! Versuch mal, Jedi! Schluss mit der Rennerei! Aua! Er konnte uns nicht besiegen! Mann, die hatten ein Schutzschild, Leute! Hatten ein Schutzschild! Wieso bin ich so schlecht, Leute? Als ob ich hier wieder starte. Okay, ich gehe jetzt ins Schiff. Und speicher. Endlich. Schön, dass du unversehrt zurück bist. Sekunde. Ja. Ja, unversehrt. Ja. Ja, ne? Unversehrt würde ich es auch nennen. Zehnmal gestorben einfach. Fähigkeitenbaum. Okay, was ist das hier? Kirk kann nach einem Überkopfhieb einen weiteren mächtigen Hieb ausführen. YY. Karls maximale Macht erhöht sich, hält zu verlangsamen, kann Cole sein Ziel länger verlangsamen. Oh, das ist eigentlich cool, wenn das noch verlängert wird. Wo ich das mit dem Leben eigentlich echt nicht verkehrt finde, ne? Weil ich so trash bin. Ich mache erstmal Leben. Sorry, Leute. Ich mache Leben. Weil... Puh. Weil ich glaube, sonst wird das hier nichts. Weil ich so schlecht bin. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Leute. Aber das war's auch mit dem Part. Dann werden wir halt im nächsten Part uns damit beschäftigen, diese... Kacke da zu bezwingen. Ja, ne? Deshalb hoffe ich, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem kleinen Fail hier. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Bis dann, Kamito, rein und ciao.